Gräfe. Ich bin Ärztin im Casablanca, das Zentrum für AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten in Altona. Das ist eine Beratungsstelle für HIV und Geschlechtserkrankungen. Zu uns kommen ganz unterschiedliche Menschen, einfach Menschen, die einen HIV-Test machen möchten, weil sie eine neue Beziehung anfangen. Wir betreuen Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen in Hamburg. Wir versuchen, eine möglichst niedrige Hürde zu haben, für Menschen zu uns zu kommen. Das heißt, wir machen keine Termine, wir möchten keine Namen wissen und wir gehen erstmal offen auf jeden zu, um es Menschen einfach oder leicht zu machen, zu uns zu kommen. Ich bin gerne anders und mache gerne Dinge so, wie ich das möchte. Für mich bedeutet das so im Arbeitskontext, dass ich Zeit für Menschen habe, dass ich mich mit Menschen auseinandersetzen kann, viele verschiedene Menschen kennenlerne und nicht in Strukturen gefangen bin, die ich nicht gut beeinflussen kann. Ich hatte tatsächlich keine konkrete Motivation, Ärztin im öffentlichen Dienst zu werden. Ich habe mich da nicht bewusst für entschieden, sondern es ist eher zufällig entstanden. Ich habe zu dem Zeitpunkt in einer anderen Stadt gearbeitet, wollte gerne wieder zurück nach Hamburg und wollte auch gern wieder in meiner Spezialisierung der HIV-Medizin arbeiten. Es braucht eine große Portion Offenheit und Toleranz anderen Menschen gegenüber, anderen Arten zu leben, anderen Einstellungen gegenüber. Hohe Flexibilität. Ne? Bei uns kommen ganz viele verschiedene Menschen. Viele sprechen kein Deutsch oder kommen aus Lebensbereichen, die nicht vertraut sind. Wir haben viermal die Woche jeweils 4 Stunden Sprechstunden zu unterschiedlichen Zeiten, die ohne Terminvergabe sind. Das heißt, die Tür geht auf, die Menschen kommen rein und man guckt, was passiert. An meiner Tätigkeit gefällt mir besonders gut, dass ich mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun habe und sehr unterschiedliche Arbeitsbereiche habe, also verschiedene Themen. Und dass wir sehr flache Hierarchien haben bei uns im Team. Das ist ein interdisziplinäres Team mit Ärzten, Sozialarbeitern, Psychologen, Verwaltungskräften, Krankenschwestern. Und wir arbeiten alle sehr eng zusammen. Davon profitiere ich sehr und das macht die Arbeit sehr spannend, wenn man einfach über den eigenen Tellerrand hinausblickt.